Und wunderschönen guten Abend, meine Abonnenten und meine Thai-Fans. Ja, ich war heute fleißig, hab gewürstelt, Zwiebeln, Mettwurst und Pfälzer. Das sind 8 Kilo. Das ist wirklich schwer. Das ist 1 Kilo. Die muss noch umrötet, 2 Tage. Das ist 950 Gramm. 250, 350. Und dann kommen natürlich die 500er. Ja, die großen will ich ja behalten. Und dann habe ich auch die Leberwurst noch. Die muss dann auch ein bisschen noch liegen. Die große kann weg. Nee, die große will ich behalten. Und dann noch so eine kleine Babypfälzer. Die will ich auch behalten. Ja, und die anderen, die können verkauft werden. Das sind 250 Gramm. Und ja, das Schlimmste war immer, das Ganze sauber zu machen. Ja, wenn man das so sieht, so, will ich euch mal zeigen. Das ist nur ein Teil gewesen. Das war dreimal so viel. Ja, und dann kommen die Geräte sauber zu machen. Jetzt liegen sie hier zum Trocknen. Ja, seht ihr das? Zum Trocknen. Ja. Und da sind meine Gewürze und meine ganzen anderen Sachen. Ja, das ist ein bisschen viel Arbeit mit sauber zu machen. Es muss perfekt sauber sein. Besonders der Wolf, der muss richtig sauber sein. Ja, und dann morgen, da will ich dann Würstchen machen. Da habe ich hier verschiedene Sorten. Da will ich den Nürnberger machen. Paar. Wenn ihr es wollt. Paar. Dann muss ich ja Bescheid sagen. Dann mache ich das mehr. Dann muss ich das noch Fleisch besorgen. Weil ich habe hier so Kunstdärme. Die sind aber essbar, weil die aus Kollagen sind. Das ist ein 19er. Das ist sehr klein. Das ist so praktisch wie ein Daumen. Das sind gerade die richtigen Größe. Und in Thailand kriegst du keine Schafsalbinge. Da musst du die Kunstdärme kaufen. Ja, und dann habe ich solche auch für Würstchen. Die will ich, das sind die 27er. Das sind normale Würstchengröße. Und dann habe ich natürlich Naturdarm. Das sind 30, 32er. Das ist, kann man als Würstchen auch nehmen. Und das will ich dann auch machen. Da will ich dann einmal Nürnberger machen, einmal ganz normale, feine Bratwürste. Und dann würde ich einmal Thüringer machen. Das ist eine grobe Bratwurst. Und dann will ich 2 oder 3 Lyon machen, weil Fleischwurst, wie das ist, so. Lyon oder Fleischwurst ist das gleiche, nur der Sport erfunden in Lyon. Deswegen sagen viele Fleischwurst Lyon. Ja. So habe ich das gelesen aus dem Internet. Ich weiß das nicht, aber so wie meine ganzen Rezepte habe ich auch ein bisschen variiert so. Das ist nach meinem Geschmack, wenn das euer Geschmack sein soll. Gewürze habe ich alles für das. Nur wenn ihr extra Gewürze haben willst, dass dann wenn das teurer ist, rechne ich das mit auf. Wenn das nur 1 Kilo ist, dann kann ich das immer mischen, wie ihr es wollt. Ja, jetzt gehen meine Würste nochmal in den Kühlschrank, bleiben 2 Tage liegen, damit schön Umrötung ist und die Wurst auch ein bisschen fester wird. Ja, und morgen will ich dann Geflügelwurst machen, Nürnberger und dann einmal normale Bratwurst, bisschen sehr fein und dann einmal den Thüringer. Wenn ihr welche auch ordern wollt, holt euch das hier ab, sagt wie viel, dann muss ich noch Fleisch holen und Fett holen und dann kann ich das machen. Ja, ich habe noch mindestens 3 Kilo Hühnerfleisch geholt, die muss ich morgen entbeinen. Und dann habe ich noch mindestens 2 Kilo Bauch, 3 Kilo Fett und 5 Kilo Magerfleisch. Da kann man sehen, wie viel Würstchen rauskriegst. Ein Wurst wiegt so ungefähr. Die Thüringer, die sind nicht schwer und die Geflügelwurst auch nicht. Ich bin am Überlegen, ich mache da Geflügelwurst auch rein. Ich kann auch kleine Würste machen. Ich weiß nicht, wie viele Meter sind. Das sollen 10 Meter sein. Es kann auch mal 59 sein. Das ist meine Differenz, weil sie ja schrumpfen beim Trocknen.
Das spielt keine Rolle. Ich wollte das nur testen, wie die sind und wie die schmecken. Und man kann die kaufen. Hier machen sie viel mit sowas. Und ich will mal sehen, wie die sind zum Verarbeiten. Und der Kunstdarm, was ich habe, das ist Plastik. Der ist bis 100 Grad erhitzbar. Weil ich die muss ich 75 Grad eine Stunde ziehen lassen. Und da habe ich natürlich mein Pott hier, mein großes, und den Heizstab, der kann ich automatisch einstellen, dann geht er automatisch, der heizt er sich auf 75 Grad, bleibt konstant, und, oh mein Kaffee, und dann geht er dann aus nach einer Stunde. Das ist das Gute, den muss ich nur rausnehmen und dann abkühlen lassen in Eiswasser. Ja. Und morgen werde ich auch die Würstchen aufpulen da drin, in den großen Pott. Ja. Ich habe ja noch Gemüsesuppe drin. Das Gemüsesuppe war ein bisschen auch hier drin. Da muss ich das Fleisch kochen. Schmeckt sehr gut. Habe ich schon probiert. Auch wie dieses habe ich auch probiert. Muss ja vorher, damit das der Geschmack so ist, was man haben möchte. Ja, ich habe auch ein Video darüber gedreht. Ich werde das noch zusammenschneiden und zusammensetzen. Und morgen werde ich dann auch die Würstchen ein Video machen, damit ihr es mal sehen kann, wie das ist. Ja, meine Leute, das war es mal. Dann wünsche ich einen schönen Sonntagabend. Bis nächstes Mal, euer Sigi. Ach so, noch einen kleinen Tipp. Wer in Thailand ist, ja, bei mir ist das ja bewölkt, das gibt Gewitter. Ich sehe das vom Weiten. Ich hoffe, dass es auch Regen gibt. Meine Pflanzen brauchen Regen, weil die Blätter werden jetzt alle gelb. So viel Regen haben wir nicht gehabt. Aber ich wollte die Meteoritenschauer sehen, aber kann ich nicht sehen. Ist ja bedeckt, leider. Schade. Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr sehen kann. Da wollte ich gerne ein Video darüber machen mit Zeitraffer, damit man es sieht. Die Leute, die in Europa sind. Aber Träume sind Schäume, sage ich immer, ja. Wenn man was will, dann kommt immer in Quere bei mir. Das sieht man so. Ja, morgen werde ich ein bisschen wieder arbeiten. Ein paar Bäumchen, Büsche pflanzen, damit die Hecke draußen fertig wird. Mit den Blümchen. Und dann werde ich mal sehen, dass sich ein bisschen die Erde noch bewegt. Viel ist das nicht mehr. Ich habe 3 Tage junge Leute hier gehabt. Die waren günstig, aber nicht schnell. Aber ich sage, besser als wie nichts. Wir haben 1,5 Haufen weggeschafft mit 3 Mann, was ich praktisch einen Tag schaffe, mit ich alleine, aber ich sage nichts. Besser als wie ich arbeite. Und nächste Woche kommt er auch noch, da habe ich noch andere Arbeiten. Wenn das gut läuft, dann will ich die Beton reinmachen und meinen Zaun fertig machen. Ja, und dann danach, wenn das ein bisschen Ruhe ist, ich muss mich ein bisschen erholen wegen Rückenschmerzen und Knie, dann will ich dann meinen Räucherofen bauen. Wenn das noch was wert dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr, das weiß ich nicht. Da muss ich Zeit lassen. Aber der Fundamentplatte werde ich aber schon vorher machen. Aber irgendwas mauern, das weiß ich nicht. Ich habe hinten noch so ein kleines Waschbecken zu mauern. Ja, meine Leute, das ist erstmal, was erstmal ein Programm ist. Und dann sehen wir uns ja morgen. Ich dann wünsche ich trotzdem nochmal einen schönen Sonntag und schönen erfolgreichen Arbeitswoche. Euer Sigi aus Thailand. Ciao.